Herzlich willkommen zu einer neuen Daily DAX US Morning-Ausgabe. Heute am Montag, dem 15. Juli 2019. Ja, Blick auf die neue Börsenwoche oder besser gesagt ein Ausblick. Was steht in dieser Woche denn eigentlich Wichtiges auf der Agenda? Die Berichtssaison läuft so langsam auf Hochtouren. In dieser Woche werden einige amerikanische Banken ihre Quartalsergebnisse veröffentlichen, aber auch Tech-Unternehmen wie beispielsweise IBM oder Netflix lassen sich eben in die Bücher schauen. Also es dürfte eine definitiv wieder einmal sehr volatile Börsenwoche werden und wir dürfen gespannt sein, ob die Bullen hier eben weiterhin ihre ja, absolute Macht durchweg demonstrieren können oder ob es vielleicht mal eine Verschnaufpause gibt. Denn im Hinterkopf sollte man ja auch eines weiterhin behalten, nämlich die Tatsache, dass es ja mit einem Blick auf eine saisonale Statistik ab Mitte bzw. Ende Juli zu einem sogenannten Verlaufshoch kommen könnte. Also wir dürften jetzt wohl auch in diese heiße Phase hineinsteuern. Aber da es eben Mitte, Ende Juli ist, könnte es vielleicht noch 1 bis 2 Wochen tatsächlich bergauf gehen. Das Ganze wird eben dann wohl nun von den Betrags- bzw. von der Ertragssaison ganz klar gekennzeichnet sein. Wir blicken nun mal auf den Dow Jones Index. Ich betonte es schon, die Bullen demonstrieren absolut ihre Macht. Der Ausbruch über 27 Punkte ist auch ebenso gelungen. Das Ganze dementsprechend charttechnisch hervorragende Ausgangslage für die Bullen. Trotz allem natürlich massiv überkauft, aber es gibt wirklich keinerlei Widerstände mehr und somit haben die Bullen hier alle Vorteile auf ihrer Seite. Ja, gleiches gilt eben auch für den amerikanischen S&P 500 Index. Dieser hat ja zurückblickend eben auch schon längere Zeit das Rekordhoch herausgenommen und den Ausbruch über 2954 Punkte vollzogen. Seither ist der Index 60 Punkte weiter gestiegen. Also auch hier sieht es natürlich sehr, sehr gut aus, auch wenn die negativen Divergenzen mehr und mehr zunehmen und auch weiterhin schlechte Nachrichten völlig ignoriert werden. Aber die Bullen wollen hier eben in nur eine Richtung und diese lautet derzeit steil nach oben. Das Ganze sieht man auch eben beim Blick auf den Technologieindex Nasdaq. Auch wenn der Zuwachs am Freitag nur auf 0,5% war, aber schaut man sich eben den Chart an, wir sehen es, der Index ist eben hier nun gerade schon mehr oder weniger mit einer Rallye von über 1000 Punkten bald unterwegs, ohne wirklich einmal eine richtige Kurskonsolidierung zu vollziehen. Einzig und allein psychologisch betrachtet, die 8000er-Marke ist nun ein natürlich erster Widerstand, aber in Summe gibt es eben auch hier keinerlei weitere Widerstände. Bleibt also abzuwarten, wie die neue Börsenwoche weitergeht. Die letzte Woche lief hervorragend. Und auch natürlich bleiben somit die Chancen sehr, sehr gut für die Bullen, dass es auch hier kurzfristig noch zu einem weiteren Kursanstieg kommt. Aber natürlich die Quartalszahlen als auch am Mittwochabend das veröffentlicht oder besser gesagt zu veröffentlichte Beigebook wird hier mit Sicherheit einer der wichtigen Impulsgeber für diese Börsenwoche sein. Ich wünsche Ihnen jetzt einen erfolgreichen Start in die neue Börsenwoche und freue mich, wenn Sie heute Abend wieder einschalten. Dann wie üblich mit dem Blick auf den DAX.